mit der Rückennummer 6. Es ist natürlich überhaupt nicht auszuschließen, eher sogar recht wahrscheinlich, dass das so eine ausgerechnet Geschichte hier heute wird. Lemmer fast auf den Fuß von Windsheimer. Aslan mit dem nächsten Kunstschuss. Ufak, rechts startet Safi. Der Ball ist super. Der ist perfekt in die Tiefe gespielt. Safi kann es alleine machen. Safi macht es alleine. Und da ist Windsheimer. Windsheimer, es entführt. 37. Spielminute. 1-0 RWE Dresden. Brutal ausgekontert. Dieses Anspiel von Ufak in die Tiefe. Ausschlaggebend. Und noch nie in der Hand. Vielleicht ja jetzt. Ja, da ist Hauptmann durch. Defensive. Ja, aber vielleicht im Gegenzug macht er seinen Fehler wieder gut. Er macht seinen Fehler wieder gut. Der Einsberger ist direkt zur Stelle. Also der hat das Bügeleisen dabei. Das hat er ganz glatt. Ja, auch der hat heute keinen Baum ausgerissen, Robin Meissner. Ja, und jetzt haben natürlich die irgendwie so gehemmt und behäbig und mal nicht mal flott und direkt, dass man mal den Gegner ein bisschen ins Laufen bringt. Also ich habe den Eindruck, Essen hat hier bislang keine riesengroße Mühe, das wegzuverteidigen. Ja, das stimmt. Man muss sagen, dass Essen natürlich auch sehr kompakt steht und dann natürlich die alle nochmal anpeitscht. Schluss für Menzel, Schluss für Lemmer, Batista, Meier und Sterner. Mit seinem ersten Treffer. Und da ist die Chance für Meisel. Da ist die Chance für Meisel. Die Fahne bleibt unten. Und Essen macht schon wieder den Führungstreffer. Ist das zu fassen? 80. Spielminute. Die kriegen ein Gegentor. Auf einmal fangen die wieder. Vielleicht schon die letzte Flanke. Kutschke! Fast nicht verteidigen, weil das macht er einfach auch überragend. Da ist er körperlich da, da ist er präsent. Und so steht 3-3. Live beim Magenta Sport.